Was geht ab, meine Z-Fighter, Ozir hier. Und heute zeige ich euch, wie ihr unseren Boy Sparking Ginyu an der Stelle Free-to-Play bekommt. Richtig gehört, er ist der neueste Charakter, der neu reinkommen ist mit dem Banner Sparking Ginyu. Aber durch eine Kampagne, die jetzt online ist, kann man unseren Boy Sparking Ginyu Free-to-Play bekommen. Das Ganze werde ich euch heute zeigen. Bevor wir dann anfangen, würde ich aber sagen, wir gucken uns alle neue News des Tages an, was in Dragon Ball Legends denn so abgeht. Denn es gab zwar kein neues Versionsupdate, jedoch gab es da keine Wartung und dennoch dazu kamen dann neue Sachen rein. Und zwar zum einen, ja, es gab ein Problem, dies wurde behoben, und zwar beliebte Charaktere wurden vom Online-Kampf nicht richtig angezeigt. Das ist jetzt quasi auch behoben worden, und unter anderem sind noch neue Sachen hinzugekommen. Kapitel 3 auf schwer ist nun hinzugekommen auf der Story. Abenteueraufträge mit Schwierigkeitsstufe 3 sind hinzugefügt worden. Nice. Also jetzt haben wir auf jeden Fall neue Abenteuer beschreibt mit so einer schwierigere. Also denke ich, die Belohnungen sind an der Stelle besser als die, ja, logischerweise 1 und 2. Und die Abenteuerbelohnungen für Schwierigkeit 1 und 2 wurden noch angepasst, nach oben angepasst. Alright. Die Waren in der Tauschbörse wurden aktualisiert. Gucken wir uns auch gleich an. Genau. Dann gab es gewisse Fehlerbehebungen. Fehler wurde behoben, bei dem die Effekte von einigen Ausrüstungen unabhängig von dem Gegnertyp ausgelöst worden sind. Level der User korrigiert, bei denen sich das erreichte Level in Siedlermission falsch angezeigt wurde. Okay, also gab es schon ein paar Fehler. Aber ich finde das echt gut, dass Legends so direkt darauf zugeht. Also wir bekommen gerade mehr oder weniger wöchentliche Updates. Und das aber mehr oder weniger üblich und gerne gesehen bei PvP-Games. Also das ist auf jeden Fall ein Bonus hier an der Stelle, beziehungsweise ein Vorteil an Legends. Weitere Fehlerbehebungen haben es genau unbekanntes Problem war, in bestimmten Missionen funktioniert die Zeiteinheit nicht korrekt. Alles klar, wurde jedenfalls alles behoben. Was für uns wichtig ist, ist zum einen, es gibt eine Ankündigung, ein neues Story-Event wird kommen, und zwar das Nachspiel des Originals von Kaiser des Weltalls, von Freezes Ankunft. Momentan ist ja das von Ginyu online, danach wird das von Freezer kommen. Wann kommt das Ganze online? Und zwar am 4. Juli, 4. Juli, hier unten seht ihr das. Ab 10 Uhr morgens wird dann bis zum 25. Juli gehen. Wir können da Extreme Freezer uns erfarmen aus der Stage. Und neue, beziehungsweise die gewissen Ausrüstungen werden dann erhältlich sein. Unter anderem Gold Goku. Bin echt gespannt, was der Dude drauf haben wird. By the way, falls ihr wisst, was diese Ausrüstungen schon drauf haben, lasst uns auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Ich habe gerade auf legends.dbzspace reingeschaut und konnte da noch nichts finden zu den, beziehungsweise zu dem Gold Goku an der Stelle. So, Scoutkraft von Jeez und Rikun wurden hinzugefügt. Falls ihr euch fragt, Scoutkampf, was kann ich mir da holen? Ihr könnt aus dem Scoutkampf euch Free-to-Play die Charaktere holen. Es sind zwar an der Stelle Hero-Charaktere, jedoch droppen die Siegkräfte immer und immer wieder. Heißt, ihr könnt sie da erfarmen und erhöhen. Ihr könnt jedoch einen Scoutkampf nur 5-mal pro Tag machen, aber ich komme gleich auf die Scoutkämpfe zu sprechen, denn die werden ganz wichtig sein in dem Bezug, wie wir Ginyu bekommen. Nämlich, bevor wir, ganz kurz, noch eine Sache, dann sage ich euch auch gleich, wie man Ginyu bekommt. Nämlich die dritte Season hat gestartet von PvP-Kämpfen, geht von heute bis zum 11. Juli, 4 Uhr morgens an der Stelle. Wir können aus den PvP-Kämpfen selbst, droppt da der Extreme Goku. Je höher der Kampfrang ist, umso mehr Siegkraft erhalten wir von Goku. Und wenn wir ihn auf Grenzüberwindung 7 bringen, bekommen wir, so wie ich das verstanden habe, noch eine Goldausrüstung für Broly. Denn in der Tauschbörse habe ich die Ausrüstung nicht gefunden, dass man sie kaufen kann. Wir schauen mal ganz kurz rein in die Online-Kämpfe. Wie gesagt, Boost-Charaktere momentan sind das Ginyu-Team. Ist auch sehr cool, weil wir können das Ginyu-Team, quasi ein komplettes Ginyu-Team Free-to-Play erholen. Durch die Kampagne, die wir uns gleich ansehen werden. Und ja, wie gesagt, Tauschbörse können wir gerne kurz reinsehen. Da kam eine neue Ausrüstung für Charlotte, und zwar Vegetas Kampfanzug. Könnt ihr ihn auf jeden Fall holen und ihn ausrüsten damit. Aber wie gesagt, hier habe ich Broly nicht gefunden. Die Ausrüstung von Broly. Und an der Stelle die PvP-Saisonbildung, könnt ihr euch gerne ansehen, da hat sich nicht viel geändert, mehr oder weniger gleich. Nur die Boost-Charakter ist jetzt das Ginyu-Team. Aber zum Ginyu-Team selbst, jetzt nun. Wie bekommt ihr diesen Sparking Ginyu Free-to-Play? Und zwar, wenn wir hier erstmal auf die News klicken, dann ist das dank eines Bootcamps. Finde ich witzig, wie die das genannt haben, dank einer neuen Kampagne. Denn es wurden neue Missionen hinzugefügt, ist ab heute online, geht bis zum 11.07. Was wir lediglich machen müssen ist, wenn ich das kurz zusammenfassen darf, wie wir diesen Sparking Ginyu bekommt, wie ihr ihn Free-to-Play bekommt, dann müsst ihr nur 10 der neuen Missionen machen und ihr bekommt 100 Siegkräfte vom Ginyu. Was? Richtig. Bam. Ich zeige euch mal ganz kurz. Ich habe es nämlich gemacht und ich werde euch gleich ein paar Tipps geben. Und zwar, wenn wir uns die Mission hier ansehen, zum einen 100 aufsteigende Seele erfarmen, bekommt ihr Barter. Wir bekommen nicht nur Sparking Ginyu, wir bekommen durch die ganze Mission Free-to-Play das ganze Ginyu-Team. 300 Boostwaffen freischalten und so weiter bekommen wir auch. Wir bekommen auch sehr viele Zeitkristalle an der Stelle, könnt ihr euch gerne mal ansehen. 5-mal Guldo in den Kampf schicken, Barter und so weiter sofort, 20-mal Ginyu in den Kampf schicken. Ihr könnt die Mission gerne ansehen. Was ihr euch holen kommt, nehmt euch die Zeit, schaut euch die Mission an.
was ihr machen müsst, diese ganze Missionen, die ich hier gerade runterscrolle, zählen dazu, wie ihr Ginyu bekommt. Daraus müsst ihr 10 Stück, nur 10 Missionen machen und dann bekommt ihr Ginyu. Ich sag euch mal eine Vorhergehensweise, denn, wie gesagt, wir müssen nur 10 Missionen machen. Wenn wir uns mal das anschauen, die Mission, die ich habe noch nicht angenommen, ich habe darauf extra gewartet. Und zwar hier. 100 Siegkraft von Ginyu, von Sparking Ginyu, bekommen wir, wenn wir 10 Mal Missionen 10 Missionen des Bootcamps des Grounds abschließen. Nicht mehr und nicht weniger. Ein Tipp hier von mir. Macht die Scout-Kämpfe, um die Mission zu aktivieren. Weil, wie ihr hier seht, habe ich in den Scout-Kämpfen 5-mal Ginyu in den Kampf geschickt. 10-mal, 15-mal, dann habe ich das alles getriggert. 20-mal Barter in den Kampf geschickt. 5-mal Guldo in den Kampf geschickt. Okay, Boost-Waffen waren schon bei mir freigeschaltet. Und so weiter und so fort. Wenn ihr das macht, 10 Missionen. Ihr müsst nur 10 Missionen aus den ganzen Missionen, die wir ganz angesehen haben, aus den neuen Missionen machen. Dann bekommt ihr Sparking Ginyu. Kurzer Tipp nochmal, wenn ihr mein Team betrachtet, wo sind wir hier, boom. Dieses Team hier, das volle Ginyu-Team, habe ich gewählt. Bin damit in die Scout-Kämpfe gegangen. Nochmal ein Tipp, da habe ich dann quasi, Scout-Kämpfe können wir 5-mal am Tag machen, da habe ich dann quasi mit jedem Charakter einmal das Scout-Event gemacht. Vor allem, Ginyu, wenn ihr Ginyu, müssen wir 20 Mal im Kampf benutzen. Wenn ihr beide Ginyu benutzt, wenn ihr beide habt, Sparking und Hero-Ginyu, dann bekommt ihr pro Kampf schon 2. Dann habt ihr pro Kampf 2-mal das erfüllt, weil ihr 2 Ginyu mitgenommen habt. Also, um es ganz kurz zu fassen, ich habe die Sparking Units schon gemacht, die Scout-Events. Wenn ihr auf Event geht, okay, wählt euer komplettes Ginyu-Team. By the way, wenn ihr sagt, oh, ich habe kein Ginyu-Team, aus den Scout-Kämpfen ist auch Free-to-Play, bekommt ihr die Ginyu-Einheiten. Also macht auf jeden Fall die Scout-Kämpfe, ihr könnt die 5-mal am Tag machen. Holt euch das ganze Ginyu-Team erstmal hier an der Stelle. Packt sie alle in ein Team und wenn ihr dann die Scout-Kämpfe gemacht, oder egal welche Kämpfe, ihr müsst die nur 10-mal benutzen in einem Kampf, beziehungsweise 5-mal und so weiter und so fort, bis zu 20-mal, dann würde ich euch empfehlen, einfach mal zum Beispiel 5 Kämpfe lang einmal Ginyu zu nutzen, Barter mit Cheese, einmal Ginyu mit Rikum und noch ein Ginyu, einmal Ginyu mit Guldo und so weiter und so fort. Also ihr müsst da quasi echt nur ein bisschen spielen, ganz free to play und sobald ihr dann 10 Missionen geschafft habt, wie gesagt, ihr müsst nur 10 Missionen aus den neuen Bootcamp-Missionen schaffen, aus den ganzen, dann bekommt ihr Ginyu hier an der Stelle, so wie ich. Nehmt euch die Zeit, schaut euch die Missionen an, die sind wirklich nicht schwer, sind echt zu meistern. Ich hätte nicht gedacht, dass es so leicht ist, Ginyu zu bekommen. Ihr bekommt 100 Siegkräfte. Wenn ihr davor kein Ginyu hattet, wenn ihr kein einzigen Ginyu hattet, dann könnt ihr ihn direkt nutzen. Weil wenn ihr 100 Siegkräfte von einem Charakter habt, dann könnt ihr ihn direkt nutzen. Ich hatte in dem Fall eigentlich schon gezogen. Wenn ihr das Video nicht gesehen habt, schaut euch an. Er kam jetzt auf 700 Siegkraft und deswegen hatte ich den Grenzüberweit, Limit Break, nenne ich es, hier vollzogen. Genau, meine Freunde, so viel zu dem ganzen Update. Wie gesagt, ich sammle hier noch alles ein. Ganz, ganz wichtig nochmal zusammenfassend, wie bekommt ihr Sparking Ginyu Free-to-Play? Ihr müsst nur 10 Missionen aus dem Bootcamp, aus den neuen Bootcamp-Missionen machen. Meine Empfehlung für euch, mein Tipp, vorhergehensweise, holt euch aus den Scout-Kämpfen erstmal, falls ihr nicht habt, die ganzen Ginyu-Team-Mitglieder. Packt sie in ein Team und macht dann nach und nach die Scout-Kämpfe mit ihnen. Ihr könnt sie 5-mal täglich machen. Die ganzen Events von den Scout-Kämpfen, von den ganzen Mitgliedern ist online. Heißt, ihr könnt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ja, also ihr müsst es ohne Bedenken, ihr könnt es ohne großes Problem machen. Nehmt, wie gesagt, einmal zum Beispiel Ginyu mit Barto und Cheese, einmal Ginyu, zweimal Ginyu mit Guldo und so fort. So, das ist die Hauptsache, die ganzen Missionen hier triggert. Ihr müsst zum Beispiel Ginyu bis zu 20 Mal holen und dann habt ihr schon 4 Missionen bewältigt, wenn ihr das macht. 5-mal, 10-mal, 15-mal, 20-mal. Für die anderen Jungs dann auch 5-mal benutzt und so fort. Wie gesagt, so viel zu dem Free-to-Play-Guide, so viel zu der Sache, wie ihr Sparking Ginyu bekommt. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen ein Like und wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be around.